immer auf der Suche nach dem besten Foto? Im Grunde lasse ich es einfach kommen und habe aber schon den richtigen Riecher, wann jetzt das Knöpfchen zu drücken ist. Ich bin Vera Drefe, 38 Jahre alt, aus Köln und Karnevalsfotografin. Ich bin da mehr oder weniger einfach reingerutscht, im Karneval unterwegs gewesen mit meiner Kamera und die richtigen Leute getroffen. Ich bin durchaus im ganzen Rheinland unterwegs, nicht nur in Köln. Ich war auch schon in Bonn und in Düsseldorf. In Düsseldorf durfte ich dieses Jahr, beziehungsweise zu Beginn dieser Session sogar das Prinzenpaar fotografieren. Also es ist auch immer interessant zu sehen, wie die anderen Städte dann so feiern. Und es kommt schon vor, dass man dann zu 5 Veranstaltungen am Tag irgendwo hin und her läuft. Da spricht man dann auch mal von Saal zu Saal, je nachdem, wo ich dann gerade angefragt bin. Ich bin selber auch Mitglied in 3 Gesellschaften. Zuerst habe ich gedacht, ich hätte gar keine Zeit dafür, aber irgendwie möchte ich auch eine Zugehörigkeit haben und ich trage halt gerne auch diese Karnevalsmützen. Der Karneval ist bunt, lebendig, man kann einfach so viele Emotionen aufgreifen. Es ist das lachende Gesicht und auch mal das traurige, emotionale Gesicht. Und das mögen wir. Das mag ich sehr, ja. Mir macht es unheimlich Freude, durch die Säle zu ziehen und mich mit allen Leuten zu unterhalten. Ich kenne ja auch sehr viele jetzt mittlerweile und jeder quatscht einen an und will einen begrüßen oder ein Foto von mir haben oder sowas. Ich verdiene damit jetzt keine Reichtümer, keine Millionen. Ich nehme im Grunde eine kleine Aufwärtsentschädigung und so gesehen ist es halb ehrenamtlich und halb Verdienst. Der Karneval ist im Fotografiebereich auf jeden Fall ein Ellbogengeschäft. Gerade als Frau muss man sich viel durchsetzen im Karneval, weil eben viele Männer auch unterwegs sind. Du kriegst halt auch dann mal einen Ellbogen reingerammt, ne? So von wegen, das ist jetzt hier mein Platz. Ich stand auch schon mal heulend im Saal. Ich glaube, ich werde mittlerweile schon ernst genommen und habe halt auch meine Marke da gesetzt. Aber das war schon irgendwie am Anfang hart, da auch respektiert zu werden. Nach der Session stehen schon wieder seriöse Termine im Kalender. Ich habe ja auch schon mal Scholz und Angela Merkel fotografiert. Und dann sind wieder alle in ihren Anzügen und keiner ist verkleidet. Nichts ist bunt, alles ist grau. Und dann ist immer so, ach ja, jetzt ist halt der Spaß mal kurz unterbrochen. Ich mache es ja aus vollstem Herzen, ja, weil ich diesen Karneval so liebe. Und wenn ich nicht mehr im Karneval arbeiten würde, würde mir auf jeden Fall was fehlen.